Herzlich willkommen. Ich begrüße euch im gelben Saal zu diesem letzten Vortrag vor dem Abendessen. Bei uns sind Pascal Fouque und Yorgo Ananiadis. Sie stellen uns die Frage, ob sich die Sozialkreditsysteme auf leisen Sohlen auch bei uns bald anschleichen werden. Die Bühne gehört euch. Viel Spaß. Ja. Dankeschön für die Einleitung. Ich habe gedacht, du stellst uns jetzt noch vor mit Jahrgang und allem. Aber in dem Fall mache ich es auch dennoch kurz. Es steht jetzt auch hier mein Alter. Ich bin ein alter Mann. Nein, ich bin aus Bern, weible seit Jahren in der Politik für Datenschutz, Gegenüberwachung und viele andere Sachen. Ich habe auch etwa vor 6, 7, 8 Jahren mal einen Vortrag hier gehalten zu REIDE. Die vorher schon da im Raum waren, die wissen ja, wie das hier voll war bei meinem Vortrag vor 7 Jahren. Da waren etwa 5 Leute im Publikum und 2 davon haben geschlafen vom vorherigen Vortrag. Deshalb, ich finde es ganz schön, dass so viele Leute hier sind. Wir reden über Sozialkreditsysteme. Ihr habt ja vorhin den Titel gesehen. Andere nennen das auch Social Scoring. Es geht darum, die Menschen zu bewerten und denen dafür Vorteile und zum Teil eben auch Nachteile zu geben. Das wäre unser Ziel von diesen nächsten 20, 30 Minuten. Ach so. Ja, ich bin der Pascal Fouque. Kurz zu mir. Ich habe damals 2009 die Piratenpartei mitgegründet, weil ich mir damals gesagt habe, da ging schon einiges in die falsche Richtung. Ja, ich will wenigstens sagen können, ich habe was dagegen gemacht. Ich bin jetzt auch schon recht lange dabei. Ich habe dann auch diverse Kampagnen geleitet. Die größten davon, das war die Save the Internet-Kampagne. Damals haben wir in Europa, das war eine auf EU-Ebene, haben wir 200.000 Menschen auf die Straße gebracht, auf Demos, 50.000 in Berlin zum Beispiel, wo ich auch war. 2.000 waren damals aber auch in Zürich, obwohl das ein EU-Thema war. Und ich habe gerade letztens auch, davon habt ihr vielleicht auch gehört gehabt, die Kampagne geführt gehabt gegen den Ausweiszwang im Internet, wo im Jugendschutzgesetz, wo das so schlecht formuliert war, dass wir, wenn das so 1:1 umgesetzt wird, auf Videoplattformen erstmal einen Account erstellen müssen und dann eine Altersverifikation durchführen müssen. Sprich, momentan wäre das ein Ausweis hochladen. Ja, und noch weitere Kampagnen gemacht. Das war es eigentlich auch schon zu mir. Gehen wir doch mal direkt in Richtung das Thema, aber erst in die Richtung, wenn man von Social Credit Systemen, von Social Scoring spricht, dann muss man immer von Gamification erstmal reden, weil Social Credit Systeme, Social Scoring, das basiert auf Gamification. Die Grundprinzipien kommen einfach daher, die dann im Social Scoring angewendet werden. Man muss ja auch, ich glaube, den meisten ist das klar, Games ist das größte Kulturgut der Welt, das ist eine Multimilliardenindustrie. Da wurden Mechanismen von sehr, sehr schlauen Leuten entwickelt, wie man die Leute am längsten am Ball hält, dass sie das Spiel länger spielen, dass sie das Maximum an Glückshormonen ausschütten und dass sie dann am Ende natürlich auch das Maximum am Geld dem Hersteller dalassen. Dann diese Systeme, die halt in den Spielen funktioniert haben, die wurden in die physische Welt übertragen und dadurch sind wir jetzt auch die Spieledesigner von unserem Leben geworden. Gamification ist die Möglichkeit, menschliches Verhalten und Engagement zu designen. Und der Zweck ist eindeutig auch, um eine Verhaltensänderung zu provozieren. Man könnte auch dazu sagen, mit Spaß gegen die eigenen Interessen handeln. Gamification ist weit verbreitet, es ist in der Markenkommunikation wird es angewendet, es ist ein Mittel zur Kundenbindung, Cumulus-Punkte, Badges, Levels, Auszeichnungen, Status, Forenkönig, was auch immer. Ihr habt das alles schon mal gesehen, genutzt, ihr seid davon betroffen, es ist allgegenwärtig. Es ist ein Mittel von der Erfahrungsökonomie. Das ist eine Ökonomie, wo es nicht mehr darum geht, Waren oder Produkte zu verkaufen oder auch Dienstleistungen, sondern da geht es einfach nur noch darum, Erfahrungen, Emotionen oder an Erinnerungen daran den Leuten zu verkaufen. Und wer sich ein bisschen auskennt, wie der Mensch tickt, Emotionen funktionieren bei den Menschen am besten.
Der Mensch spricht am allerbesten auf Emotionen an. Nicht der Computer hat irgendwie die und die Hardware und hat irgendwie, keine Ahnung, so und so viel Megahertz. Das ist letztlich 10% der Läufe, die Leute interessant für die Nerds. Aber damit kriegt man eine Oma nicht hinterm Ofenrohr vor. Das läuft immer über Emotionen. Und das nutzt einfach auch das Social Scoring aus. Beim Social Scoring sollen einfach die Richtung für die Menschen vorgegeben werden. Und man kann auch sagen, wenn man sich fragt, was ist Sozialkreditsysteme, was ist Social Scoring? Ich würde dazu sagen, ganz klar, Social Scoring ist Gamification auf Steroiden. Oder wenn man eine direktere Definition von Social Scoring gerne hätte, ich lese es einfach runter. Social Scoring ist das Erfassen, Zusammenführen und Bewerten von Daten oder Verhaltensweisen des einzelnen Menschen oder Organisationen zur Manipulation, um die Gesellschaft zu steuern. Es gibt auch noch Vorstufen zum Social Scoring. Eben, ich habe vorher schon die Kundenbindung, die Cumulus-Karte zum Beispiel erwähnt. Es gibt dann auch Fitness-Tracker, wenn du halt Sport treibst und so weiter und so fort. Da wird deine Krankenkasse ein bisschen billiger. Es gibt weitere Bonitätssysteme in dem Ganzen. Aber was man auch eindeutig auch abtrennen muss, ist, dass normalerweise bei den Sozialkreditsystemen, beim Social Scoring, geht es auch darum, dass die Belohnung, oder die Bestrafung, die ist unabhängig davon. Und da wäre jetzt auch ein Paradebeispiel, das wurde auch schon in der Schweiz diskutiert, ein Führerscheinentzug für Ladendiebstahl oder sonstige kleinere Vergehen einzuführen. Das ist, ich denke, eine kleine, wichtige Unterscheidung, aber sind wir mal ehrlich, am Ende wird es das Gleiche draus laufen. Wenn wir über Sozialkreditsysteme oder Social Scoring reden, bei vielen Leuten ist dieser Begriff noch nicht ganz so im Bewusstsein. Wenn sie in der Suchmaschine ihres, geringsten Misstrauens suchen, finden sie bei Sozialkreditsystemen häufig links zu China, weil bei China werden viele negative Beispiele heute schon gelebt. Nochmals, was Pascal erwähnt hat, man beginnt irgendwo bei einem Nullpunkt, also sagen wir bei 1000 Punkten, das ist jetzt die Nullbasis, und dann kann man sich durch gutes, anständiges Verhalten nach oben arbeiten oder durch schlechtes Verhalten nach unten wird runtergestuft. Ja, was bedeutet das dann konkret? Man hat in China ganz viele Systeme, die am Laufen sind. Bin ich ein bisschen zu laut? Es gibt immer ein Echo. Die am Laufen sind, die werden sehr häufig von privaten Betreibern, ich sage jetzt mal Ali oder Huawei oder all diese Tech-Firmen, seien sie jetzt im Finanzbereich, im Kommunikationsbereich tätig, die werden durch solche Firmen betrieben. Da gibt es ganz viele. Es gibt auch sehr viele manuelle Sozialkreditsysteme, die am Laufen sind, wo dann irgendwo in jedem Quartier jemand mit Kreuz hinschauen geht, wie sich die Leute verhalten. Das beginnt bei der Mülltrennung und so weiter. Wer wie über die Straße geht, da gibt's ganz viele Beispiele. Es gibt dafür dann Belohnungen, und das ist ja eigentlich immer der erste Schritt. Man tut den Leuten was zusätzlich geben, wenn sie sich nett verhalten. Das sehen wir dann später auch. Das ist bei uns genau das Gleiche. Dort sind es dann, ich weiß nicht, Bibliotheksausweise oder man kann sich die Kautionszahlungen sparen für gewisse Leistungen, aber es gibt zunehmend auch negative Folgen. Das heißt, es gibt kleine Strafen, man kriegt dann plötzlich kein Flugticket oder Erstklass-Schnellzugticket mehr, sondern man muss den Bummlerzug nehmen. Das sind dann die Konsequenzen, wenn man sich nicht so nett benimmt. Und ja, wer handelt wie vorgegeben, der hat auch nichts zu befürchten. Das haben wir schon mehrmals gehört, und gleichzeitig fällt dann plötzlich auch die Solidarität hin. Also wenn jetzt ich und er von Bern nach Zürich reisen und er kann Erstklass fahren und ich muss den Bummelzug nehmen, dann irgendwo verabschiedet man sich von der Solidarität. Ja, was läuft jetzt bei uns? Wer von euch braucht sowas wie Facebook, Google, Kreditkarten, Fitness-Tracker? Wer von euch hat einen Fitness-Tracker? Okay, die Hände, die gehen nicht so recht in die Höhe. Es will sich niemand recht outen, oder? Und da sieht man schon, ja, es ist schon ein bisschen sozialer Zwang da. Lasse ich mich jetzt tracken oder nicht? Ja, aber ich kriege dann was dafür, und so 10.000 Schritte jeden Tag wären schon noch nett.
Es gibt dann ganz viele so Smart-Geräte, wo wirklich mehr machen, als sie eigentlich sollten. Man kann auch sagen Spy-Geräte, weil eben die Daten, die da erfasst sind, die werden dann irgendwie genutzt. Also heute kriegt man keine Waschmaschine mehr, die nicht irgendwo online-fähig vernetzt werde. Und das Ganze kommt dann noch zusätzlich zur staatlichen Überwachung, die man ja sowieso schon in den letzten Jahren ein bisschen gepusht hat. Ja, da wären wir wieder beim Frosch im heißen Wasser. Da geht es einfach darum, dass wenn man einen Frosch in kaltes Wasser reinsetzt und langsam die Temperatur erhöht, dann bleibt er drin sitzen, bis er tot ist. Wenn man gleich ins heiße Wasser reinschmeißt, dann springt er noch raus und rettet sich. Wir machen jetzt ganz kurz, was ist in den letzten Jahren in der Schweiz so an Gesetzen durchgekommen, die die Überwachung der gemeinen Bevölkerung pusht. Da hätten wir das Nachrichtendienstgesetz, da ist Kabelaufklärung zum Beispiel drin oder die Erlaubnis für Cyberspionage und auch Angriffe. Dann ist das BIP, Vorratsdatenspeicherung, Staatstrojaner, IMSI-Catcher haben wir da drin. Dann kam noch das Sozialgesetz, wo es darum geht, dass Sozialhilfebezüger können von den Leuten Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. Sie können mit GPS-Trackern verfolgt werden. In der Energiestrategie 2020, da ist dann im Energiegesetz und Stromverordnung kam Smart Meter rein. Die sind ab 2027 Pflicht. Da kann man auch sehr viele von den Leuten zu Hause ablesen. In Bern ist es auch schon so, wenn man in der Stadt sich nicht ein Smart Meter ins Haus einbauen lässt, dann zahlt man inzwischen auch schon mehr Gebühren. Dann kam noch das PMT, wo dann so lustige Sachen wie Fußfesseln ab 12 Jahren drin sind, der Generalverdacht zur terroristischen Aktivität, also wer Angst und Schrecken verbreitet und damit die politische Landschaft verändern will, also das, was ich gerade mache, oh, via Social Scoring kommt, wir werden alle sterben, dann fällt es schon unter die Terrorismusdefinition. Dann hatten wir die EID 2020, wo der Datenschutz nicht so toll war, was abgelehnt wurde, eines der ersten Sachen. 2021 kam doch das Corona-Zertifikat, da kam das erste Mal der Ausweiszwang eigentlich im Internet und dass man eine Angewöhnung hat, dass man seinen Ausweis zeigen muss und auch recht hässlich, dass biologische Parameter wurden zum Kriterium für den Menschen in ihrem sozialen Umfeld. Da kann man zu Corona stehen, wie man will, das ist eine recht hässliche Tendenz. Dann kam jetzt aktuelles Jugendschutzgesetz, ich hatte das vorher erwähnt, Ausweiszwang auf Videoplattformen im Internet, auch nicht sonderlich toll. Und was wahrscheinlich so gut wie niemand mitgekriegt hat, in der Geldwäschereiverordnung der FINMA war drin, dass virtuelle Währung schon bei den Intermediären bei einer Identifikationspflicht, aber im Gegenwert von 1.000 Franken ist. Bei den normalen Kassageschäften im Bar sind das ist ein Vielfaches davon. Das waren jetzt die Sachen, die die letzten Jahre gelaufen sind. Was ist gerade in Vorbereitung? Da gibt es auch einiges in der Pipeline. Mobility Pricing, da ist Scannen von den Kennzeichen auf der Straße drin, eine E-Vignette, also dieses schöne Ding, was man einfach ankleben kann und die Polizei beim Vorbeifahren gucken kann, ah, ist da was? Das soll durch eine moderne Version ersetzt werden, die natürlich auch totale Überwachung auf den Straßen ermöglicht. Im ÖV kommt das Tracking über die SBB, die Fahrscheinautomaten sollen abgeschafft werden. Entschuldigung, ich renne hier wirklich durch, sonst haben wir keine Zeit, aber ihr seht, das ist extrem viel. Wir haben das Flugpassagierdatengesetz, wo 5 Jahre lang eine Vorratsdatenspeicherung für unsere Reisen reinkommen soll. Wir haben das Nachrichtendienstgesetz 2022, wo auch ein Paradigmenwechsel stattfinden soll. Bis anhin sollte der Nachrichtendienst immer erst prüfen, oh, darf ich Daten sammeln? Und jetzt ist es so mit dieser, also eben der Vernehmlassung gerade gewesen. Und jetzt soll es so sein, dass sie erstmal pauschal alles sammeln dürfen, speichern dürfen. Und dann können wir ja mal nachgucken, ob wir über das überhaupt durften. Dann sind da noch so lustige Sachen wie drin, dass man, wenn man nicht weiß, ob man jetzt die Daten sammeln durfte, dass man eventuell diese Daten auch an ausländische Dienste weitergeben kann. Das heißt, eigentlich alle Daten, die über die Schweizer gesammelt werden, die können dann potenziell ins Ausland an die Nachrichtendienste weitergegeben werden. Und dann kann man sicherlich nicht mehr davon ausgehen, dass sie jemals gelöscht werden. Und gleichzeitig sollen auch die Ausnahmen für Journalisten, Anwälte und Ärzte und so weiter ebenfalls aus dem Nachrichtendienstgesetz gestrichen werden. Dann haben wir die Strommangellage gehabt, da eine Verordnung, was soll passieren, wenn wir nicht genug Strom haben. Da sind auch nochmal die Smart Meter drin.
Dann haben wir die Verordnung zum ÜPF in der neuesten Version 2022. Da ist auch was ganz Hässliches drin. Es ist eine Chatkontrolle drin, die sich aber ein bisschen zu der von Europa unterscheidet. In Europa ist es ja so, dass man eventuell auf Betriebssystemebene die unverschlüsselte Kommunikation abgreifen lassen soll. In der Schweiz soll es nur so sein, dass Anbieter wie Threema einen Generalschlüssel bereitstellen können oder halt vor der Verschlüsselung ausleiten müssen. Und wir haben dann auch noch die EID 2022, war ja gerade vorher der Vortrag, mit einem Liveness-Check, wo man sein Gesicht abfilmen soll. Dieses Video wird an FedPol übertragen, dadurch soll ein biometrischer 3D-Gesichtsscan erstellt werden, womit man auch einigen Schabernack treiben kann. Dann der Bonus, momentan werden Gesichtserkennungssoftware beim Nachrichtendienst eingesetzt und bei einem Carpost. Ohne Rechtsgrundlage, sagen da einige Rechtsprofessoren. Die DGGS klagt auch gerade drum, dass sie vom Nachrichtendienst doch bitte die Rechtsgrundlage kriegt. Das sind sie jetzt, glaube ich, vor Bundesgericht, wo sie gehen müssen. Danke dafür. In Bern soll Videoüberwachung ausgerollt werden, nachdem es schon vor 10 Jahren in Thun und Luzern nichts gebracht hat, aber es wird trotzdem gemacht. Dann habt ihr alle mitgekriegt, die Ausschreibung von der SBB, wo alle Menschen, die in den Bahnhof reingehen, per Gesichtserkennung verfolgt werden können. Und da gibt es die Fitness-Checker, das haben wir vorher schon erwähnt. Und in Uber wer Uber nutzt, hat jeder auch hier schon mal so, wird auch bewertet. Ja, eben. Und wer jetzt denkt, ja gut, diese Sozialkreditsysteme sind bei uns ja nicht so schlimm wie in China, dem will ich noch ein paar Beispiele zeigen, aber wir müssen Gas geben. Ja. Eben, in Schweden, die Economy, ich überspringe das schnell. Wir haben in Finnland Kuchen anstatt Auto. Wenn man weniger Auto fährt, gibt es einen Kuchen drauf. Bologna, da gibt es Tugendpunkte, Bonus, wenn man sich anständig vernimmt, dann braucht man eine App. Bei der Mülltrennung, beim ÖV und so weiter, hilft was. In Wien gibt es einen Kulturtoken. Wenn ich mit dem öffentlichen Verkehr oder Fahrrad zur Arbeit gehe, kriege ich so jeden Monat mal einen Bonus, Kino- oder Theatergutschein. Win-win. Was will man dagegen haben? Soweit sind wir. Frankreich, da gibt es einen CO2-Score. Wo man primär mal zeigt, wie man den eigenen Konsum ein bisschen in den Griff kriegt, den ökologischen Fußabdruck ein bisschen bildlich dargestellt bekommt. Und das Interessante beim ökologischen Fußabdruck ist ja eigentlich, dass der von BP, die Benzinfirma, British Petroleum, massiv gepusht wurde, damit man ein bisschen den Fokus weg von der Wirtschaft zu den einzelnen Bürgern, Individuen wegkriegt. Und das funktioniert scheinbar sehr gut. Also ist nicht mehr der Lieferant schuld, sondern jeder, der irgendwo CO2 verbraucht. In Bayern gibt es diese Öko-Token, wo man nachhaltige Einkäufe und die Nutzung des ÖVs und so weiter nutzt und dann freien Zugang in Museen kriegt. Und als Bonus möchte ich noch kurz Augenrückblick machen. Indect, wer kennt noch Indect? Das war so ein bisschen die Person of Interest-Applikation in Europa, wo man versucht hat, die Zusammenschaltung von Videoüberwachung mit Gesichtserkennung richtig die Leute, also alle Kreditkarten, sagen wir, wird zusammengeführt. Wer Person of Interest gesehen hat, der weiß genau, wie das ist, wenn man irgendwie allen Kameras und allen digitalen Spuren ausweichen muss. Das ist so ein Projekt, das vor vielen Jahren durchgeführt wurde, unterdessen läuft es nicht mehr, aber was in Deutschland zum Beispiel gibt, Deutschland Schufa, das kennt man, oder? Die Schufa in Deutschland. Das ist eigentlich ursprünglich eine Bonitätsdatenbank und heute läuft es darauf raus, dass die ist ziemlich hässlich geworden unterdessen. Also meine Bonität bei der Schufa, ich bin nicht Deutscher, ich lebe nicht dort, ich konsumiere nicht dort, also nicht transparent. Da wird zum Beispiel bewertet, wenn ich jetzt viele Online-Käufe mache, bei gewissen Zahlmethoden wird jeder Kauf von mir in der Schufa abgeglichen. Und dann sieht man zum Beispiel, von mir gibt es jetzt in der Schufa 10-mal pro Woche eine Bonitätsabfrage. Das ist ein Risiko. Und zusätzlich kriege ich Minuspunkte, wenn ich je nachdem in einem Quartier wohne, wo vielleicht die Zahlungsfreundlichkeit nicht so gut ist, dann kriege ich Minuspunkte. Also das gibt solche Sachen gibt es bereits bei uns und nicht weit weg und zum Teil eben sogar in der Schweiz. Und was es seit einiger Zeit auch gibt, in Deutschland gibt es eine Meldestelle, wenn man gegen das Gendern ist.
kann man das melden. Und dann gibt es eben die Minuspunkte, Punkte, die einem da runterziehen. Ja, und beim WEF gab es dann auch noch so einen Vorstoß, wo man auch ein bisschen die Leute ein bisschen besser bewerten wollte. Und jetzt kommt die Schweiz. Ja, und in der Schweiz. Was gibt es Schönes in der Schweiz? Da gibt es den verhaltensökonomischen Leitfaden. Der wurde von Fair Advice im Auftrag des BAG erarbeitet. Das wurde dann im April 2020 veröffentlicht. Und wenn man da mal hinguckt, da steht wirklich was ganz Hässliches drin. Man kann es vielleicht nicht so gut lesen. Dort soll möglich sein, Mitmenschen können auf einer App einen Dislike geben, wenn sie das Verhalten einer Person schlecht finden. Menschen, die nicht das Zielverhalten zeigen, werden aus einer Gruppe ausgeschlossen. Das ist keine Verschwörungstheorie, das kann man beim BAG noch runterladen. Also solche Pläne werden auch in der Schweiz, sag jetzt mal, geschmiedet. Kommen wir zu einem Video. Na ja, gut, brechen wir hier ab. Ich glaube, ihr wisst, worum es geht. Wollen wir in so einer Welt wohnen oder nicht? Ich glaube nicht. Stellt sich aber die Frage, wie real ist das eigentlich, das Sozialkreditsystem in der Schweiz? Komm, da frage ich euch, was hättet ihr vor 10 Jahren gesagt, dass euer ganzes Surfverhalten irgendwie gespeichert wird, dass der Staat darauf zugreifen kann? Dass es eine Kabelaufklärung geben kann, wo euer Internetdatenverkehr 1:1 ausgeleitet werden kann, dass es biometrische Gesichtserkennung breit ausgerollt wird, dass es einen Ausweiszwang im Internet ausgerollt wird, dass Aufbrechen von Verschlüsselung geplant ist. Was hättet ihr vor 10 Jahren, vor 15 Jahren gesagt? Gibt's das oder nicht? Das ist die große Frage. Und man muss ja auch sagen, man hat es vorher bei diesen Beispielen aus dem direkten europäischen Ausland gesehen, es wird immer unter einem positiven Aspekt eingeführt über Belohnung. So war das auch in China. Wenn man sich ökologisch vernünftig verhält, dann kriegt man Bonuspunkte. Und genau über solche Mechanismen ist zu befürchten, wird das auch bei uns kommen können. Und jetzt stellt ihr euch vielleicht die Frage, was kann man tun? Da haben wir was. Wir planen eine Volksinitiative. Wir müssen uns im Klaren sein, dass Regierungen kommen und gehen, aber die Daten, die werden bleiben und sie werden dann genutzt werden und auch missbraucht werden. Und Social Credit Systeme, das sind eine Bedrohung für unsere freie Gesellschaft. Wir haben inzwischen starke Tendenzen, die unverblümt zeigen, dass auch bei uns im Westen, bei uns in der Schweiz in den nächsten Jahren solche Systeme kommen können und wahrscheinlich auch werden. Und wir in der Schweiz, wir haben als wahrscheinlich das einzige Land in der Welt die Möglichkeit, darüber abzustimmen, ob wir im Dauertakt überwacht, bewertet, belohnt und bestraft werden wollen. Und wir haben da das Instrument der Volksinitiative. Und damit haben wir eigentlich auch als die kleine Schweiz eine Verantwortung für die gesamte Welt, für die gesamte freie westliche Welt, hier einzugreifen. Und deshalb bereiten wir gerade eine Volksinitiative vor. Der Status ist soweit, wir haben einen Verein gegründet, das Initiativkomitee wird gerade gebildet, wir haben eine Kerngruppe von etwa 20 Leuten, die da am Start sind. Und wir bitten euch, meldet euch, tragt euch auf dieser Webseite, gebt euren Newsletter, eure E-Mail-Adresse für Newsletter an. Wir haben auch einen Matrix-Kanal für die Leute, die das schon haben. Kommt da rein und meldet euch, wenn ihr auch lieber in Zukunft ein bisschen freier als ein bisschen unfreier leben wollt, wenn ihr nicht dauernd bewertet werden wollt, wenn ihr nicht dauerbelohnt bestraft werdet, sondern wenn ihr einfach ihr sein wollt. Dankeschön. Herzlichen Dank, Jörg und Pascal. Wir haben etwa 5 Minuten Zeit für Fragen, Anmerkungen eurerseits dazu. Bitte stellt euch zum Saalmikrofon. Ihr werdet nicht bewertet, wenn ihr eine Frage stellt. Heute dürft ihr uns bewerten. Also
Bitte ans Mikrofon, Bernie. Ja, wenn sich niemand traut, hier vor das Mikrofon zu gehen, dann mache ich mal den Anfang, um das Eis zu brechen. Was mir hier ein bisschen gefehlt hat, ist die Mechanismen zur Durchsetzung von Social Scoring, wie einfach, dass man das durchsetzt. Und eines sehe ich so in Zukunft, wenn der ganze Geldmarkt auf digitale Währung oder Digital Currencies, das sagt man CDBCs, staatliche digitale Währungen umgestellt ist, man nur noch damit zahlen kann, dann kann man relativ genau den Bürger kontrollieren, was er kaufen darf und was nicht und wohin er reist und wie viel er Auto fährt etc. Seht ihr diese Entwicklung auch, dass es allenfalls in diese Richtung geht, dass man dann die Durchsetzung via CDBCs macht oder ist das eher unwahrscheinlich aus eurer Sicht? Ja, der Ursprung von FILSO-Scoring ist ja effektiv bei den Finanzen zu suchen. Wem vertraue ich was an, wem gebe ich wie viel Geld? Und das hat man ja, eben die Schufa ist ja ursprünglich auch ein Bonitätssystem. Hier in der Schweiz haben wir auch mehrere Firmen, die Bonitätsprogramme machen. Und jeder, der schon mal ein Leasing oder einen Wohnungsmietvertrag, also ich glaube, da ist ganz klar, Die Betreibungsregisterauskunft ist nichts wert im Vergleich zu einer Bonitätsauskunft bei einem dieser Profi-Anbieter. Und da sieht man bereits, also ich würde auch euch allen ganz dringend vorschlagen, macht mal ein bisschen Öffentlichkeitsgesuche. Schaut mal, was von euch für Daten bei diesen Bonitätsdatenbanken drin sind. Das ist der Ursprung und darauf wird aufgebaut, oder? Und dass das am Schluss bei den digitalen Währungen und bei den digitalen Transaktionen von Geld natürlich noch viel intensiver und viel besser gemacht werden kann, ist offensichtlich. Das wird uns als nächstes sicher eindecken, diese Probleme. Und du merkst es ja heute schon, wenn du in einem Online-Shop was kaufst, irgendwie gewisse Leute können, blöd gesagt, auf Rechnung bestellen und andere müssen Vorauszahlung leisten. Das wird ja heute schon bewertet bei kleinen und großen Anbietern. Ich hätte eine Frage zur Akzeptanz. Soweit ich es überblicke, sind die meisten Projekte im Bereich Ökologie. Es geht um einen guten Zweck, es geht um umweltverträgliches Verhalten und so kommt es daher. Ich habe das Gefühl, eine Mehrheit der Bevölkerung könnte dem etwas abgewinnen. Eben, man muss was machen, die Zeit drängt, es ist dringlich und über solche Anreizsysteme ist doch das eine tolle Win-Win-Situation. Wie schätzt ihr das ein? Ja, also so wird das kommen. Also so wird es auch in China eingeführt, erstmal über solche positiven Anreizsysteme. Und ich muss auch sagen, ich finde es gut, wenn Leute mehr Rad fahren etc. etc. Das macht auf so vielen Ebenen Sinn. Und das wird ganz klar genau über solche positiven in Art und Weisen kommen, eben so weniger CO2-Ausstoß etc. Und damit soll die Hürde gesenkt werden. Und wenn das erstmal so etabliert ist mit ein paar Jahren, dann wird dann einfach da noch der Hebel umgelegt und dann kommen halt auch die negativen Konsequenzen. Weil das System ist ja da und dafür kann man es ja noch nutzen. Vielen Dank für den Vortrag. Ich habe leider keine Frage, ich möchte aber trotzdem einen wichtigen Kommentar dazu machen noch oder eine Ergänzung. Ich möchte in keiner Weise absprechen, wie wichtig das Thema Social Scoring ist und stimme auch absolut mit den allermeisten Sachen überein, die ihr vorgetragen habt, will ich also voll unterstützen. Nur der eine Punkt, den ich gerne ansprechen möchte, ist die angebliche Meldestelle Anti-Gender in Deutschland. Da ist leider ein ganz, ganz großes Missverständnis entstanden, wenn wir die gleiche meinen. Und ich glaube, wir meinen die gleiche, denn die ging auch durch die deutsche Presse ziemlich erheblich. Das ist kein Social Scoring Beispiel und heißt auch nicht Meldestelle Anti-Gendern, sondern heißt Meldestelle Anti-Feminismus. Wird auch nicht vom deutschen Staat betrieben, sondern von einer unabhängigen Stiftung, der Amadeo Antonio Stiftung, die sich gegen rechtsradikale Strömungen in Deutschland einsetzt. Und alles, was die machen, ist, dass sie Beispiele sammeln für sexistische, frauenfeindliche oder querfeindliche Vorfälle. Und da geht es wirklich also gegen Aggressionen und Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Leben. Die nehmen diese Beispiele und verarbeiten sie in Berichte. Da geht es also nicht darum, irgendwelche Public-Shaming-Aktivitäten zu unternehmen, wenn das Gleiche ist, was wir meinen. Wir meinen das Gleiche und ich habe gewusst, das könnte ein Minenfeld werden. Ich habe es mir heute Morgen genau angeschaut und es ist konsequent, wenn man durchgeht, geht es auch, dass man da Leute melden kann, die sich aktiv gegen Gendern einsetzen. Das ist ein Anwendungsfall dieser Meldestelle. Man kann sicherlich alles Mögliche melden. Denn nein, das ist explizit da gemeint. Ich kann es dir gerne nachher zeigen. Das möchte ich sehr gerne sehen. Es ist einfach ein Freitextfeld. Ich habe es extra geprüft.
Also ein Freitextfeld, wo man alle möglichen Sachen eintragen kann. Das bedeutet aber nicht, dass die Stiftung irgendjemanden bloßstellt, weil er irgendwie gegen Gendern ist oder sowas. Also okay, ich möchte vielleicht hier auch noch was anderes klarstellen. Sie haben ja gesehen, wir haben nicht viel Zeit, nein, aber wir haben ja auch das BÜPF und das NDG und andere Sachen erwähnt, die auch gar nichts mit Social Scoring eigentlich direkt zu tun haben. Was wir aufzeigen wollten, ist eigentlich, dass all diese verschiedenen Mechanismen, die jetzt da auf privater Basis oder auf staatlicher Basis ins Leben gerufen wurden in den letzten Jahren und jetzt langsam operativ sind und funktionieren, irgendeinmal wird das Zeug zusammengehängt, weil das passiert, da können wir uns gar nicht mehr wehren, das ist offensichtlich. Und wer jetzt wo was hineinbüttert, oder? Und ob so eine private Meldestelle dann plötzlich sich noch mit dem Schufa verknüpft und was auch immer passieren würde, wir können das kaum noch beeinflussen. Und das ist das Risiko, das wir zunehmend sehen, dass dort verschiedene Datenbanken zusammengeführt werden. Ich fahre mit dem Velo nicht zur Arbeit, ich nehme das Auto und dafür kriege ich dann dafür den Immobilienkredit nicht so schnell. Solche Sachen sind die Befürchtungen, die wir haben. Und das ist das, was wahrscheinlich durch all diese unendlich vielen Systeme zunehmend passieren wird. Die werden verknüpft, die Daten. Und ja, letzte Frage in dem Fall. Wir nehmen die letzte Frage noch mit, bitte. Wenn du dich kurz halten kannst, ist das super. Ich versuche es. Ich hätte ganz gerne noch mal ganz provokativ gefragt, woran erkenne ich den Unterschied zwischen wichtiger Regelung und Sanktionierung, zum Beispiel auch in wie wir gestern im Vortrag auch gehört haben, der Verwaltung von öffentlichem Gut oder Almenden oder Gemeingut von bösem Social Scoring. Ich würde sagen, es fängt da an, wo die Leute massiv gegen ihre eigenen Interessen eben gezwungen werden zu handeln, sage ich mal. Und vor allem auch, ich habe vorher diese Abgrenzung gemacht, wenn es auch darum geht, dass es fachfremde Bestrafung oder Belohnung gibt. Eben wenn du einen Ladendiebstahl machst oder wenn du irgendwie Alkohol in der Öffentlichkeit trinkst, dann musst du deinen Führerschein abgeben oder was auch immer, sowas in der Richtung. Also das ist dann ist zumindest diese Grenze überschritten. Dann sind wir bei einem Social Scoring System. Vor allem eben, wenn diese Daten zusammengeführt werden, bewertet werden und dadurch halt eben was Neues entsteht. Ich bin sicher, wir könnten noch ganz lange hier weiter diskutieren. Ihr seid beide wahrscheinlich auch noch hier heute Abend für weitere angeregte Diskussionen zum Thema. Ich danke euch herzlich, Pascal und Jorgo. Euch wünsche ich eine gute Pause und genießt den Abend.